Der 4. Mai oder eher May the 4th genannt, ist der offizielle Star Wars Feiertag, weshalb Lego zwischen dem 1. und 4. Mai seit vielen Jahren einige Specials herausbringt. Darum werden wir uns in diesem Video alle Lego Star Wars May the 4th GWPs angucken, welche jemals erschienen sind, und zwar von 2011 bis 2024. Dazu werden wir am Ende aus den 13 GWPs auch noch 4 Kategorien zusammenstellen, bei welchen wir gucken, welche wir gerne wiedersehen würden und welche eher nicht. Starten wir also direkt mit dem ersten GWP, und zwar dem Shadow ARFTROOPER Polybag. Diesen gab es ab einem Einkaufswert von gerade einmal 55 Euro Lego Star Wars mit dazu, und der sieht extrem gut aus. Auch wenn seine Beine nicht bedruckt sind, ist er auch heute noch ziemlich teuer und gefällt mir deshalb extrem gut. Insgesamt also ein fantastisches GWP, was damals auch ziemlich schnell ausverkauft war. Deshalb hat Lego am May the 4th 2012 direkt den nächsten Minifigur-Polybag gebracht, und zwar TC14. Diesen gab es ebenfalls ab einem Einkaufswert von 55 Euro Lego Star Wars, und die Minifigur ist komplett verchromt. Dazu hat sie sehr gute Prints, welche aber wieder auf den Beinen fehlen. Insgesamt ein sehr spannendes GWP, wobei die Minifigur kein Accessoire in der Hand hat. Damit kommen wir auch schon zum Jahr 2013, in welchem es den Hoss Han Solo Polybag gab. Diesen bekam man ab 75 Euro dazu, und er sieht sehr solide aus. Diesmal waren nämlich auch die Beine der Minifigur bedruckt, und er hatte neben seiner Frisur auch noch seine Kapuze mit dabei. Insgesamt also wieder ein sehr cooles GWP, welches heute auch nicht so günstig ist. 2014 gab es dann Darth Revan, welcher auf der Old Republic basiert. Diesen gab es wieder ab 75 Euro Lego Star Wars Einkaufswert, und seine Bedruckungen sind ziemlich gut. Dazu trägt er seinen Mantel, die Kapuze und sein Lichtschwert. Insgesamt also ein spezielles, aber gutes GWP, welches heute leider auch extrem teuer ist. Im Jahr 2015 gab es dann Admiral Yularen, welcher auf Star Wars Rebels basiert. Diesen bekam man ebenfalls wieder ab 75 Euro mit dazu, und er sieht ziemlich gut aus. Einzig und allein die dual-molded Beine fehlen ihm, wobei ich persönlich ein sehr großer Fan der Minifigur und auch von Star Wars Rebels bin. Insgesamt also ein sehr gutes GWP, welches aber noch nicht ganz perfekt ist. Damit kommen wir auch schon zum Jahr 2016, in welchem es einen First Order Stormtrooper gab. Diesen gab es wieder ab 75 Euro Einkaufswert, und das einzige, was ihn exklusiv gemacht hat, ist der Rucksack und ein paar Details auf dem Torso. Anstatt also wie vorher auch immer eine neue Figur zu machen, hat Lego hierbei nur einzelne Prints neu gemacht. Auch wenn ich die Minifigur an sich mag, gefällt sie mir insgesamt als GWP leider nicht so gut. 2017 kam dann das erste Jahr ohne richtige Minifigur als May the 4th Promo, denn stattdessen gab es diesen Brickbuild R2-D2. Diesen gab es aus irgendeinem Grund jetzt ab 65 Euro Einkaufswert auf Lego Star Wars, und er sieht extrem hässlich aus. Was Lego sich dabei gedacht hat, weiß ich wirklich nicht, da es insgesamt einfach nur ein schlechtes GWP war. Genauso weiter geht es dann 2018 mit einem Brickbuild BB-8. Diesen gab es wieder ab 65 Euro mit dazu, und er sieht genauso schlecht aus wie der R2-D2. Insgesamt gefällt er mir also wieder überhaupt nicht, weshalb wir schnell zum Jahr 2019 kommen. In diesem gab es erstmals ein baubares Midi-Scale-GWP, und zwar das Battle of Hoth. Dieses gab es ab 75 Euro Lego Star Wars Einkaufswert, und es sieht tatsächlich relativ gut aus. Außerdem gibt es auch noch eine 20 Jahre Lego Star Wars Fliese vorne, wobei eine Minifigur als GWP natürlich deutlich spannender ist. Insgesamt gefällt es mir also besser als die beiden Droiden, kommt aber noch nicht an die Minifigur-Polybags heran. 2020 bekamen wir dann ein ähnliches GWP am May the 4th, und zwar das Death Star 2 Battle. Dieses gab es wieder ab 75 Euro, und es sieht relativ gut aus. Dazu hat es noch eine normale bedruckte Lego Star Wars Fliese mit dabei und gefällt mir auch besser als das Battle of Hoth GWP. Insgesamt reicht es trotzdem wieder nicht an die Minifiguren GWPs heran, weshalb es mir nicht wirklich gut gefällt. 2021 bekamen wir dann das letzte GWP dieser Reihe mit dem Midi-Scale Tatooine Homestead GWP. Dieses gab es ab einem Einkaufswert von 85 Euro mit dazu, und es war auch das erste May the 4th GWP, was ich mir persönlich geholt habe, zusammen mit dem 18 Plus R2-D2. Außerdem sieht es wieder ganz gut aus, hat eine kleine Fliese mit dabei und sehr nützliche Teile. Insgesamt das meiner Meinung nach beste Midi-Scale GWP, welches trotzdem nicht an die Minifiguren oder das nächste GWP herankommt.
2022 gab es nämlich die Last Farm Homestead Kitchen mit einer exklusiven Minifigur. Dieses gab es ab 160 Euro Einkaufswert gratis mit dazu und passt auf jeden Fall zur Filmvorlage. Der Minifigur fehlt zwar eine Bedruckung auf den Beinen, wobei sie ansonsten auch ziemlich gut ist. Insgesamt also ein perfektes GWP mit exklusiver Minifigur. Das kann man vom 2023er GWP leider nicht behaupten, und zwar dem Midi-Scale 2. Todesstern. Diesen gab es ab 150 Euro Einkaufswert und der sieht auch ganz gut aus. Dazu beinhaltet er diesen bedruckten Stein, aber leider keine Minifigur. Darum gefällt mir das GWP insgesamt leider nicht so gut und ist schlechter als die Minifigur-Polybags. Bevor wir jetzt noch zum 2024er May the Force GWP kommen, sei noch einmal kurz gesagt, dass ihr alle GWPs aus diesem Video auch nochmal in der Beschreibung unten verlinkt seht, falls ihr euch entscheidet, auch nochmal eins von denen nachzubestellen, da viele auch noch verfügbar sind. Weiter geht es dann auch schon mit dem bisher letzten May the Force GWP aus 2024, und zwar dem Truppentransporter der Handelsföderation. Diesen gab es wieder ab 160 Euro Lego Star Wars Einkaufswert mit dazu und er beinhaltet 2 exklusive Kampfdruiden-Piloten. Dazu gibt es noch 6 normale Kampfdruiden und einen bedruckten 25 Jahre Lego Star Wars Stein und natürlich den Truppentransporter. Dieser passt sehr gut zum Vorgängermodell und war auch sehr schnell nicht mehr verfügbar. Darum ist er meiner Meinung nach auch schon zu gut für ein GWP und sollte als eigenes Set verkauft werden. Insgesamt also wieder ein fantastisches GWP, welches fast schon zu gut ist. Jetzt kommen wir aber, wie am Anfang angekündigt, noch zu meinem persönlichen Wunsch-GWP und welches am besten nicht mehr geben sollte. Dafür habe ich alle bisherigen in 4 Kategorien unterteilt, angefangen mit den Brick-Build-Druiden. Diese sollte Lego meiner Meinung nach nie wieder machen, wobei sie anscheinend auch selbst eingesehen haben, dass das keine gute Idee war. Danach kommen die 3 Midi-Scale-GWPs zusammen mit dem Midi-Scale 2. Todesstern, welche mir aufgrund der fehlenden Minifiguren ebenfalls nicht gefallen. Anders sieht das bei den beiden GWPs mit Minifiguren und einem Build aus, welche Lego aber lieber als eigene Sets verkaufen sollte. Außerdem war der Einkaufswert bei diesen auch deutlich zu hoch meiner Meinung nach. Am liebsten hätte ich in Zukunft nämlich wieder Minifiguren-Polybags als GWPs, aber etwas anders als die bisherigen. Diese sollten nämlich auf dem absolut besten Minifiguren-Niveau sein, welches Lego aktuell zu bieten hat, mit Armprints, seitlichen Beinbedruckungen und wenn nötig auch neuen Molds für die Minifiguren. Von mir aus könnte Lego den Mindesteinkaufswert dann auch auf 100 Euro erhöhen, wenn die Minifigur nämlich wirklich perfekt ist. Schreibt mir eure Meinung zu den bisherigen und zukünftigen May the Force GWPs aber jetzt gerne in die Kommentare, und hier findet ihr noch ein Video, in welchem ich im kürzlich eröffneten Brick Story Museum zu Besuch war. Bis zum nächsten Mal und tschüss!